Wer singt hier wirklich? Jungen oder Mädchen? Wenn wir singende Jungs mit singenden Mädchen vergleichen, fällt es uns sehr schwer, mit unserem eigenen Gehör diesen Unterschied wahrzunehmen. Wissenschaftlich können wir diesen Unterschied aber messen. In diesem Fall haben wir Jungen des MDR Kinderchors gehört. Und so klingen die Mädchen. Überall soll Freude sein. Aber wo genau stecken diese Unterschiede beim Singen und wo kommen sie her? Das schauen wir uns an und machen den Vergleich. Jungs gegen Mädchen. Erster Test. Wer kommt höher? Der höchste Ton der Mädels, das A2. Und die Jungs, die schaffen sogar C3, zwei Töne höher. Damit geht der Punkt klar an sie. Der Stimmen- und Kehlkopfexperte Professor Michael Fuchs und sein Team haben in Studien den Tonhöhenumfang von vielen Kindern getestet. Überraschend, im Durchschnitt können Jungen und Mädchen gleich hoch und tief singen, wenn sie noch nicht im Stimmwechsel waren. Der höchste und der tiefste Ton sind bei beiden Geschlechtern ungefähr gleich. Und die Spanne dazwischen, die beträgt bei beiden Geschlechtern ungefähr reichlich 2 Oktaven. Deutliche Unterschiede finden wir dagegen bei der dynamischen Breite. Also bei der Frage, wer kann lauter singen? Auch das testen wir mit den Chorkindern und messen die Lautstärke in Dezibel. Jungs können deutlich lauter singen als Mädchen und dieser Unterschied macht mehr als 10 Dezibel aus. Wenn wir das mal an der Physik uns anschauen, dann nehmen wir eine Steigerung einer Lautstärke um 10 dB als Verdopplung der Lautstärke wahr. Also das ist schon eine ordentliche Größe, die sich da verändert. Und das liegt an einem körperlichen Merkmal, das Jungen und Mädchen einfach voneinander unterscheidet. In unserem Stimmapparat ist für den Parameter Lautstärke, also Intensität einer Stimme, vor allen Dingen der Druck verantwortlich, der von unten aus der Lunge hier am Kehlkopf ankommt. Und der ist bei Jungs definitiv größer, weil auch ihre Lungenvolumina größer sind. Und ein größeres Lungenvolumen bringt noch einen weiteren Vorteil beim Singen mit sich. Deshalb ist der nächste Test etwas unfair. Das war eindeutig. Der Punkt geht an die Jungs. Die Wissenschaft sagt ja, dass die Jungs die Töne etwas länger halten können als die Mädchen im gleichen Alter. Das hätte ich schon angenommen, dass es etwas länger ist, aber dass es jetzt doch merklich länger ist, wirklich einige Sekunden, das mag Zufall gewesen sein, das mag genau im Sinne der Wissenschaft gewesen sein, aber für mich war es doch dann sehr überraschend. Und damit immer noch nicht genug Vorteile für die Jungen. Denn ein weiteres Merkmal kommt hinzu, das für den klaren, ja ätherischen Klang verantwortlich sein könnte, den man Knabenchören nachsagt. Wie viel von der Energie, die aus dem Luftstrom aus der Lunge kommt, in Tonenergie umgewandelt wird, hängt davon ab, wie gut die Stimmlippen schließen. Und wir beobachten, zumindest wenn man es vergleicht in größeren Gruppen, bei Jungs einen besseren Schluss der Stimmlippen während dieses Schwingungsverhaltens als bei Mädchen. Umgekehrt gesagt könnte man festhalten, bei den Mädchen verbleibt häufig ein Spalt zwischen den Stimmlippen. Und das führt dazu, dass die Mädchenstimmen etwas behauchter, etwas belufteter klingen als die Jungsstimmen. Und das macht sich eben auch in der Tragfähigkeit, in der Lautstärke bemerkbar. Das klingt frustrierend für die Mädchen. Aber ganz so hoffnungslos sieht das in der Praxis nicht aus. Denn Training hilft. Je ausgebildeter die Stimme ist, desto weniger beluftet und hauchig klingt sie auch. Also durch die Stimmbildung werden alle Kinder in die Lage versetzt, mit etwas weniger Hauch zu singen. Auch wenn die Knaben das, wenn die Wissenschaft das so festgestellt hat, das von Natur aus etwas weniger tun.
Jetzt haben die MDR-Kinderchor-Jungs doch tatsächlich alle unsere Battles gewonnen. Aber stopp! Hier gibt es keine Verlierer, denn Mädchen haben den Jungs eine Sache deutlich voraus. Die haben wirklich den wahnsinnigen Vorteil, dass sie in dieser Stimme, in der sie sind, weiter singen können. Das heißt, ein Junge, der mit 13 in den Stimmbruch kommt, der kann dann nicht mehr in der hohen Stimme singen. Ein Mädchen mit 18 kann das immer noch. Die hat dann natürlich über die Jahre wesentlich mehr Erfahrung gesammelt. Ja, hat die Stimme schon besser ausgebildet, hat viele Stücke schon gesungen und kann aus dieser Erfahrung natürlich auch heraus profitieren. Jungen und Mädchen, so können wir festhalten, haben ganz unterschiedliche stimmliche Voraussetzungen, obwohl sie vor dem Stimmwechsel eigentlich so ähnlich klingen. Aber egal ob Junge oder Mädchen, eins ist wissenschaftlich belegt. Singen im Kindes- und Jugendalter bringt eigentlich nur positive Effekte. Und deswegen ist es auch aus ärztlicher und Forschersicht sehr zu empfehlen.